So, ja, ist doch gut, ne? Dann ist das hier weiterhin Kittys Lieblingsschlafplatz. So, dann kannst du damit noch ein bisschen spielen und dann kannst du da ein Nickerchen machen. Und Kitty kann sich ein anderes Spielzeug holen. Okay, und ich merke, dass ich langsam so ein bisschen fahrig werde, weil ich ja eigentlich schon vorhin irre müde war, als ich angefangen habe aufzunehmen. Wer war das? Mist. Ja, ich werde jetzt die Aufnahme beenden und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession von den Sims 3 wieder. Ovari. Aloha und weiter im Text mit den Sims 3. Ja, ich habe schon ganz lange nicht mehr aufgenommen, weil ich halt echt keine Zeit hatte. Und, obwohl blau-goldene Ara wie ein Champion gekämpft hat, kam vor Unhalt jede Rettung zu spät. Leb wohl. Wir werden dich vermissen. Oh nein. Nein, möchte ich nicht. Ja, ich, hab vor kurzem die... Och nö. Günther, kümmere dich mal bitte. Oh, das ist ja traurig. Also das meine ich jetzt ernst. Das ist, finde ich, traurig. Ja, die, ich will noch mal schnell was gucken. Hier ist es. Nee, genau das will ich nämlich eben nicht. Ich, genau. Langes Leben. Und Baby bleibt 3 Tage. So. Oh, können wir 4 machen. Gut. Ich habe nämlich, ja, diese ganzen Updates installiert. Und da hat sich hier erstmal... Ja, bitte. Und da hat sich erstmal alles umgestellt, was nur umzustellen ging. Oh. Kitty Samtpfote hat sich ein bisschen was zusammengesammelt. Ich guck mal kurz. War das hier? Stars erlauben aus. Gut, das ist wenigstens noch drin. Was denn? Mach mal hier sauber. Stört dich die Katze? Oh, Kitty, geh mal bitte beiseite. Der kleine Mann kann da nicht ran. So. Beseitige... Ah, stimmt. Beseitige mal den Vogel deiner Frau oder deiner Freundin. Nee, die sind ja jetzt verlobt, ne? Ja, deiner Verlobten. Du gehst sie jetzt nicht weg, ne? Lass mal Melena in Ruhe. Kümmer dich mal ein bisschen um Tarzan. Den werde ich noch umbenennen, aber ich habe mir... Habe ich mir einen Namen überlegt? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ricky Brosius. So, Melina soll noch ein bisschen schlafen. Bleib mal fertig. Bitte. Komm schon. Super. Bin stolz auf dich. Repariere den Verschlussmechanismus. Ja, das können wir machen. Kriminelle Technik. Der Mechanismus, der die Zellentüren im Gefängnis verschlossen hält, spielt verrückt und wird vermutlich nicht mehr lange funktionieren. Die Polizisten bemühen sich zwar, die Insassen mit ein paar Süßigkeiten abzulenken, aber wie lange das gut gehen wird, weiß niemand. Begib dich schnell zur Polizeiwache, um den Mechanismus zu reparieren. Die Polizei wird dich für deine Mühen auch reich belohnen. Das können wir gleich tun. Das verwirrt mich hier. Ich habe mich nicht ausgeloggt, weil ich mein Passwort wieder vergessen habe. Ja. Und das werden wir hier mal erledigen. So, dann würde ich mal sagen, wir haben 2 Katzen. Das reicht erstmal aus als Tiere, um die man sich kümmern sollte. Dementsprechend, es ist traurig, dass Unhold gestorben ist, aber leider nicht zu ändern. Ach komm schon. Lass sie mal mit dir spielen. Kleiner Kater. Komm schon. Oh, der hat ja so ein Stummelschwänzchen. Das müssen wir mal ändern. Wenn er ein bisschen größer ist. Oder können wir das jetzt schon ändern?
Moment. Ja. Nee. Na gut. So, die beiden sollen sich gut verstehen. Ach, die sind ja schon Freunde. Ich erinnere mich. Tarzan Marshall. Ah, ah. Herumrennen. Machen wir mal ein bisschen... Ach so, ja. Mein Drucker ist übrigens immer noch da. Ich überlege mir echt gerade noch einen Namen, weil ich mir so gesehen da nicht ganz sicher bin, wie ich diese Katze nennen sollte. Also diesen kleinen Kater. Er ist dunkelgrau. Oh. Fällt mir gerade irgendeine Figur ein, die ich toll finde, zu der dieser Name auch passen würde. Oh, das will er nicht mehr. So, Melena. Ah, was machen wir denn mit dir? Du kümmerst dich erstmal um den Garten, Gartenpflegen, und dann gehst du duschen. Ah. Du kannst mal die saubere Wäsche holen. Wie nennen wir denn diesen Kater jetzt? Machen wir nicht. Ich muss mir echt was überlegen. Vielleicht fällt mir ja jetzt während des Let's Plays was ein. Also während des Let's Plays bestimmt, aber jetzt während des Spielens. Da fährt ein Zug vorbei. Ich vermute, man wird ihn leise im Hintergrund rauschen hören. Vielleicht auch etwas lauter. So, und Kitty Samtpfote sollte hier mal ein bisschen kratzen. Und der Knirps sollte mal unbedingt aufs Katzenklo, aber das hat er sich schon selber überlegt. Oh, das ist schön. Tarzan hat das Merkmal verspielt erhalten. Das ist toll. Ja. Ja, und dann kannst du hier mal die Post nehmen. So. Monsieur arbeitet. Das ist gut. Und dann werden wir ihn, glaube ich, nochmal angeln schicken. Die ganze Aktion mit, die beiden kriegen ein Kind, das dann hier irgendwas mit diesen Showtime... könnten die Texturen vielleicht mal nachladen, bitte? Danke. Also es liegt jetzt wahrscheinlich eher daran, dass ich die Grafikeinstellungen geändert habe und das Spiel noch nicht neu geladen habe. Weil ich eben wirklich sehr große Änderungen vorgenommen habe. Aber darauf hatte ich jetzt nicht so die Lust, weil das halt so ein bisschen unpraktisch ist. Also der Kater muss einen stolzen Namen kriegen, glaube ich. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Oh, der ist ja auch süß. Ich habe einen tollen Namen. Mephisto. Mephisto Kralle. Wunderschön. So, Madame hat hier viel zu tun. Sehr viel zu tun. Ja, da hast du dir jetzt schon was aufgehalst, nicht wahr, meine Liebe, nicht wahr? So, der arbeitet hier immer noch, aber ist fast fertig. Hüpfekästchenfeld kaufen. Kissenschlacht können wir eigentlich machen. Na, was machst du denn hier, Kitty? Jagen eben. Hallo, Zug.
Ah, das, au, das ist schön. Und Jagenfähigkeit Level 4 erreichen. Das ist gut. Also, dass sie das will. Ja, sie hat Level 3 erreicht. Und das darf zu gemacht werden. Ich spule mal ein kleines bisschen vor. Ah, die Polizei und die ganze Stadt kann aufatmen. Denn du hast es geschafft, den Mechanismus zu reparieren. Damit hast du den Bürgern einen großen Dienst erwiesen und erhältst zum Dank einen großzügigen Geldbetrag. Wunderbar. Das finde ich sehr gut. Und jetzt geht er sich entspannen, indem er angeln geht. Das ist doch eine schöne Sache. Wow. Die Wasserreflexionen sind gerade ein bisschen sehr krass. Naja. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Frame-Zahl. Weil wenn ich über Wasser scrolle, erhöht die sich. Und wenn ich über normales Terrain scrolle, nicht. Oder doch? Bin mir gerade nicht sicher. Naja. Ich kann ja einfach Dinge behaupten. Karaoke singen. Nee, machen wir mal noch nicht. Upsala. Das machen wir mal weg. So. Ah, sie geht baden. Das ist schön. Nee, duschen. Duschen, baden. Pff, Körperpflege. Das, was Gamer nicht kennen. Oh. So, Jagdfähigkeit verbessern und eine Schildkröte fangen. Kannst du meinetwegen tun? Habe ich persönlich nichts dagegen. Eieiei. So. Der kleine Mephisto spielt schön. Und soll sie jetzt ein bisschen kratzen gehen. Petrus Fischvereinigung möchte dich, Günther von Hofgold, beglückwünschen, dass du das allerhöchste Level der angeltechnischen Fähigkeit erreicht hast. Bitte nimm dieses hübsch eingerahmte Zertifikat an. Okay. Nein. So, und du? Was machst du jetzt? Ich habe eine Idee. Nee, du spielst jetzt nicht mit der Katze. Du wirst, Günther hat wieder einen tollen Fisch gefangen, erstmal deine Lebensmittel verkaufen. So, hier gibt es immer noch Tiere zu adoptieren. Aber wir haben ja jetzt zwei. Ja, und hier sieht man auch, dass ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es im letzten Part schon gezeigt, dass ich hier ein, zwei Gebäude etabliert habe, die ursprünglich nicht hierher gehört haben. Ja, mach das mal zu. Ist ein Gebäude, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Naja. Was ist das denn? Ach so, ein Pferd. Und zwar kein Wildpferd. Nun gut, wie viele Fische hast du? Noch nicht so viele. Na gut. Die verkaufst du mal auch. Und dann fährst du nach Hause. Und Milena fährt auch nach Hause. Ja, das war ja... Ich glaube, der Vogel ist gestorben, weil zwischendrin die Zeiteinstellung auf... runter vom Bett hier, Katze. Weil die Zeiteinstellung zwischendrin auf normales Leben war. Denn, ja, ich habe ja das... Habe ja hochgefahren und dann plopp ist er tot umgefallen. Also... Wird es wahrscheinlich daran gelegen haben. Runter vom Bett, Katze. Na. Ja. Upsala. Eieiei. Ist sie etwa tollpatschig? Stolz. Jäger. Trainiert. Komisch. Naja. So, und dann kannst du da mal und dann kannst du da mal. So, und Milena. Was macht denn unsere liebe Milena so lange? Die kann mal hier zur Toilette gehen, sich die Hände waschen. Und nee, die Zähne noch nicht putzen, aber sich mal säubern. Napf füllen. Na, das kann mal Günther machen, der hat den Wunsch jetzt gerade.
Dann kann er duschen gehen. Und Melina kann ja was kochen. Herbstsalat. Weil sie es kann.